Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Star Wars Basis Gaming. Wie ihr hier seht, ist es heute keine Minecraft-Folge. Denn es war alles leider ein bisschen stressig in letzter Zeit und deswegen konnten Kalli und ich für heute keine neue Minecraft-Folge aufnehmen. Dafür heute was ganz anderes, nämlich Empire at War. Und zwar nicht einfach so Empire at War, sondern mit dem Yoden-Mod. Und ich probiere mal die erste Ordnung aus. Das ist richtig, der Yoden-Mod hat jede Menge Fraktionen und darunter die erste Ordnung, der Widerstand und Alte Republik, alles mögliche. Ich probiere mal die erste Ordnung aus. Schauen wir mal, wie lange hier die erste Folge geht. Vielleicht mache ich gleich auch noch Resistance. Den Widerstand. Holen wir erstmal hier den. Und wer ist der? Carrion Spike. Oh, das ist cool. Versuchen wir uns die zu holen. Und, ist das leise oder ist das leise, dieses Spiel gerade? In manchen Mods ist es zu leise, in manchen Mods ist es zu laut. Ich mache mal kurz lauter, wartet mal. Das ist mir zu leise. Sound Effect und Dialog lauter. Back. Ja, das schon besser. Orbital Command available. Ah, cool. Victory Destroyer Mark 3. Das ist auf jeden Fall neu. Mark 3 gibt's in Legends auf jeden Fall nicht. Eine Lancer ist alt, das ist klar. Imperial Gunboat, das ist cool. Das ist alles äußerst cool. Ich weiß nicht, bei manchen Maps hier im Yoden-Mod, gibt's noch so eine zweite Raumstation daneben, wo man mehr kaufen kann. Ich weiß nicht, ob es jetzt hier dran liegt, dass das hier die falsche Map ist oder ob es an der Dings liegt. An der ersten Ordnung. Schauen wir mal kurz. Die Carrion Spike. Oh, müsste ja eigentlich ein Tarkin-Schiff sein, aber keine Lancer-Fregatte eigentlich. Glaube ich, ne? Ja, komisch, egal. Holen wir jetzt erstmal den Victory Mark 3 rein und gucken uns den mal an. Wobei ich sagen muss, das ist mir jetzt, glaube ich, schon fast wieder zu laut. Okay, das ist im Prinzip eine Mischung aus Victory und Sternzerstörer, würde ich fast sagen. Oh, und guckt mal, die haben da hier Bomber gebaut, Bomber der ersten Ordnung. Wie cool ist das denn, bitteschön? Das ist schon äußerst nice. Das ist nichts Offizielles, aber die sehen so aus, wie ich mir Bomber der ersten Ordnung vorstellen würde. Okay, machen wir nochmal kurz ein bisschen leiser und leiser. Und dann hat sich das, wie sehen hier die, nein, ich will bitte die normalen, ja gut, die sind ein bisschen ein Reskin der normalen Dingens hier. Ach, was ist das denn? Weapons Platform, okay, cool, dass wir die haben. Also ich habe uns auch 300.000 direkt gegeben, damit wir ordentlich hier was kaufen können und nicht zu viel warten müssen. Gucken wir mal, Victory Mark 2, ja, das sieht eher nach einem normalen Victory aus. Und Lancer ist eine ganz normale Lancer-Fregatte, nehme ich mal an. Ist das die ganz normale Finalizer? Ich hoffe mal, dass es nicht Kylo Ren als Dingens ist. Ja, das ist eine stinknormale Lancer-Fregatte und das ist ein normaler Victory Mark 2, ja. Okay, cool. Okay, es ist Kylo in seinem Sternjäger. Oh, aber mit Eskorte. Das ist cool, dass hier direkt eine Eskorte dran ist. Ich würde gerne da, auf Kylo. Wie nice, es ist der Sith Interceptor aus der Old Republic Zeit. Das ist nicht mal der Skin des richtigen TIE Silencers. War mir kurz der Name von Kylo Ren's TIE entfallen. Okay, wen haben wir hier? Ist das Vanten TD-110? Holen wir uns den einfach mal. Was haben wir sonst noch neu? Victory Mark 3 hatten wir schon. Ich glaube, sonst haben wir hier nichts Neues gekriegt, ne? Upgraden wir weiter. Okay. Ihr könnt mal hier lang fliegen. Ich glaube, ich habe auch keinen schwierigen Schwierigkeitsgrad gewählt. Ich wollte das hier einfach nur mal nehmen, um reinzuschauen. Ich habe hier ein bisschen mit Old Republic schon mal gespielt und dem Sith Imperium. Okay, das ist auch ein Dingens. Okay. Aber mit der ersten Ordnung noch nicht so wirklich und dem Widerstand. Deswegen wollte ich hier mal reinschauen auf jeden Fall und euch das zeigen. Machen wir mal ein bisschen schneller. Ich kann auch noch nicht sagen, ob nächste Woche eine neue Minecraft-Folge kommen wird. Aber keine Sorge, wir geben das Projekt definitiv nicht auf. Nur bei Kalli und mir ist einiges stressig momentan, deswegen Commander Malarus. Okay, was haben wir hier noch? Star Destroyer Mark 3. Soll das dann, ja, normaler Sternzerstörer brauchen wir nicht. Soll das hier dann quasi ein Resurgent Sternzerstörer sein? Und was ist das hier? Black Squadron. Okay. Ja, komm, mit der Lancer-Fregatte können wir mal reinfliegen, wenn die zerstört wird. Oh, da haben wir Poe. Da ist Poe Dameron. Interesting. Ja, aber der alleine wird nichts machen können gegen uns. Und ich merke auch gerade, es gibt hier in dem Mod auf jeden Fall stinknormale Turbolaser. Aber die Turbolaser sehen anders aus. Langsamer und dicker. So wie
wie die der Supremacy aus Episode 8. Das finde ich cool. Das finde ich sehr cool gemacht. Hm, ja komm. Könnte alles ein bisschen schneller hier gehen. Wir können ja auch schon mal einen Star Destroyer Mark 3 kaufen, aber bin mal gespannt, ob das dann, vor allem der scheint nicht so, ah, guck mal hier. Da ist der Resurgent Class Star Destroyer. Ja. Die Retribution. Wir kaufen einfach mal alles hier. Dann auf jeden Fall natürlich die Supremacy mit Snoke. Tarkin's Revenge TIE Squadron und Omega TIE Squadron. Interessant. Oha! Das ist dann wohl die Radus. Ach du heilige Kacke, du. Da hat es geleckt. Wir können natürlich mal eben hier den Resurgent. Wie viel kostet der denn? 8. Den würden wir schon nicht mehr reinkriegen. Deswegen müssen wir definitiv an Einheiten verlieren. Das ist ein bisschen blöd, dass man hier trotzdem eine Unit Cap von 25 hat. Gucken wir uns den mal kurz an. Das ist ein stinknormaler Resurgent Sternzerstörer. Da hier, ich finde, wenn man sich so Battlefront 2 anguckt, ist dieser Freiraum da in der Mittelstruktur ein bisschen eng gewählt, aber ansonsten sieht der cool aus. Muss ich schon sagen. Ich finde hier, das Design der ersten Ordnung ist nicht so ganz meins. So finde ich das imperiale Design wesentlich besser. Oh, die Radus. Gut, ich habe vielleicht doch einen zu einfachen Schwierigkeitsgrad gewählt. Naja, gucken wir mal gleich. Vielleicht machen wir gleich eine andere Map und spielen dann mal auf schwieriger. Ich habe so fast das Gefühl, dass wir die Supremacy gar nicht mehr reinkriegen können. Wir können auch nochmal hier die Fulminatrix kaufen. Ich frage mich gerade, das ist ein normaler Sternzüchterer. Warum ist es Sternzüchterer Mark 3? Das ist interessant, auf jeden Fall. Gucken wir mal hier, was ist das? Ach, das ist der Victory Mark 3. Der kriegt gerade echt Probleme. Das sieht aber echt cool aus. Okay, gucken wir mal hier von der Warte aus. Das hat schon was. Da fliegen die Raketen. Und schreibt mir gerne unten in die Kommentare, was ihr hiervon haltet. Und falls nächste Woche kein Minecraft-Video kommen sollte, sondern erst dann in 2 Wochen, was ihr da an dem Tag gerne sehen würdet. Vielleicht einen anderen Mod oder hier nochmal... Ah, wir haben die Supremacy. Wenn wir die denn hier reinholen können. Nochmal einen anderen Mod. Okay, wir können sie hier so gut wie nicht reinholen. Hier. Einen anderen Mod oder ein anderes Spiel vielleicht, was ich dann mal anzünden soll. Ich bin für alles offen. Schauen wir mal hier. Oh, okay. Und da ist die Draw Distance hier gar nicht mal so lang. Das ist schade. Aber das ist schon... Ist schon ein krasses Teil. Aber wenn man mal so guckt, das soll eine Flügelspanne von 60 Kilometern haben. Und diese kleinen Geschütze da, die etwas größer als TIE-Jäger sind, müssten dann jetzt hier 2-3 Kilometer im Durchmesser haben. Das ist schon nicht so ganz richtig, aber egal. Ich find's lustig. Das hat schon was für sich hier. Dieser Mod. Der ist... Jodenmod ist echt eine Sache für sich. Oh, wir können hier... Können wir eine zweite Supremacy kaufen? Wir können mit der Supremacy eine Supremacy bauen. Oder die Starkiller Base. Okay, bauen wir die Starkiller Base. Warum nicht? Was ist sie hier? Okay, die wäre ein... Nein, warum ist das denn... Gibt's hier keinen normalen Dreadnought? Also jetzt... Was ist der Finalizer? Der hier, Captain Kennedy, müsste doch eigentlich einen Dreadnought haben und nicht einen Resurgent. Das ist doch... Das ist falsch. Oh, hier ist Gia Akbar. Greift hier meine Waffensplattform an. Ah, komm, mach mal hier. Ah, okay, dann gehen die sofort zu dem Point Defense Laser. Okay, interessant. Ist die Radus zerstört? Nee, die ist geflohen. Oder, nee, das ist eine neue anscheinend. Oder konnten die heilen in irgendeiner Art und Weise? Ah, dieser Mod, der ist echt... Echt krass. Okay, gehen wir hier hin und versuchen die mal zu besiegen. Ich bin gespannt, was die Starkiller Base macht in so einem Skirmish-Match. Können wir es vielleicht... Ah, nein, warum sehen wir die Radus nicht? Komm schon. Ich versuche ran zu scrollen, aber es bringt nichts. Es bringt ganz und gar nichts. So können wir sie sehen. Ich liebe diesen Mod. Ich finde den so geil. Naja, egal. Komm, hauen wir mal hier drauf. Auf die Laserkanonenbatterie. Wir haben auf jeden Fall auch eine MC-30C-Fregatte. Okay. Wie teuer ist der? 9. Starkiller Base kostet 9, okay. Die will ich aber auf jeden Fall haben. Da müssen wir halt hier irgendwelche Einheiten verlieren.
Die kostet 4 mit ihm hier. Auch 4, dann hätten wir nur 8 weg. Okay, komm, du greif mal hier auch den Gyal Akbar an. Was auch immer. Gehen wir mal mit allen irgendwie rein. Komm, du hier hin. Und dann schauen wir mal. Also ich muss auch sagen, auch beim Imperium oder Neue Republik oder den Rebellen fügt dieser Mod hier auch wirklich sehr viele neue Einheiten hinzu, die sehr, sehr krass sind. Ich frage mich auch gerade, was würde denn jetzt passieren, wenn ich Supremacy zerstört werden würde? Würde dann meine Starkiller Base hier auch weggehen? Also wird die dann nicht weiter produziert werden? Das fände ich interessant zu wissen. Also sollten wir jetzt nicht ausprobieren, aber ne, ihr wisst, was ich meine. Ja, ich fürchte nur, wir können die Starkiller Base hier nicht einsetzen, weil wir, weil unsere Unit Cap voll ist quasi. Lancer kann ja schon mal, du vielleicht auch mal Richtung Basis gehen. Dafür, dass der einen Victory Mark 2 hat, sieht auf jeden Fall nach einem Victory Mark 2 aus, schießt er aber ganz schön viele Raketen. Die Victory 2 Sternzüchter hatten eigentlich keine Raketenwerfer mehr. Naja, egal. Ist ja auch eher hier so ein Spaßmod und ich glaube nicht, dass dieser Mod so sehr ernst genommen werden will. Aber der Akbar hält auch viel aus hier, muss ich sagen. Mit, was soll es denn überhaupt sein? Steht hier irgendein Name für dieses Schiff dran? Ich glaube nicht. Ah, sieht nicht danach aus. Ja, komm schon, hau mal auf die Laserkanonenbatterie bitte. C30C will hier noch Ärger machen. Ja, komm, gehen wir mal hier mit dem Bomber. Schauen wir uns mal den Bomber an, wie die hier ihren Angriff leiten. Die MC-30C ist zwar normalerweise mit ihren Minen sehr stark, aber die hat ja die Minen gerade rausgelassen, also sehr stark gegen Jäger. Schauen wir mal. Schaffen die Bomber das, da anzugreifen? Na los! Jawohl, die schaffen so. Oh, mit 2 Proton-Torpedos gleichzeitig. Nice! Das funktioniert! Das ist richtig cool. Okay, interessant. Die Lancer, ja gut. Ah, oh, und wir können die Starkiller Base gleich nicht einsetzen. Das ist, oh scheiße, das kann doch nicht sein. Aber die Supremacy hat sich jetzt auch richtig gut ausgerichtet. Schauen wir nochmal, ja. Ach, wunderbar. Das sieht so bescheuert aus, egal. Die Lancer, ja, die Lancer, wie viel? Oh, die kostet immerhin 3, das ist gut. Hier auch 3, wenn ich ihn hier noch wegkriege und ihn hier vielleicht noch. Hat er noch? Ah, der hat noch Antriebe, das ist gut. Wie teuer ist er? 3, dann hätten wir vielleicht genügend Dings für die Starkiller Base. Ja. Wenn wir die Starkiller Basis hier einsetzen können, das wäre so geil. Komm schon, du musst vernichtet werden. Bitte lass dich vernichten. Oh, der mit seinen Raketen haut aber auch gut gegen die Basis raus. Ja, komm, flieg mal hier so zur Seite, dass du nicht so gut angreifen kannst. Ich will die Basis hier jetzt noch nicht vernichten. Ja gut, wenn das hier Schaden bekommt, bekommt er Teilschaden. Wollen wir jetzt den anderen Victory, den ich in den Tod schicken wollte? Ich finde ihn nicht. Na gut, die beiden Resurgents hier sehen auch nicht mehr allzu gut aus. Deswegen wäre das... jetzt habe ich Steuerung A. Ah, hier so. Steuerung A gemacht, um alle auszuwählen und dann hier so nur noch... Das ist bei Steuerung A. Dann kriege ich hier nur noch zum Bauen was angezeigt. Interessant. Komm schon. Meine Güte, ihr müsst ja hier mal ein bisschen mehr Schaden machen, oder nicht? Ja gut, vielleicht, wenn ich jetzt gleich noch ein Spiel spiele, mache ich es dann vielleicht auf Mittel oder so. Weil hier machen die Waffen ja anscheinend überhaupt gar keinen Schaden. Aber weder meine noch deren, das ist ein bisschen... verzwickt hier. Oh, da haben sie eine... Was ist das hier? Was soll das sein? Karekun? Haben die alle ihre einzelnen Namen, oder? Das finde ich natürlich jetzt auch interessant. Warte, lass uns mal gucken. Ja, Odi Mover? Jessica Pava? Blue Squadron? Okay. Und Illulo? Und Poe Dameron ist damit bei. Jessica Pava und dann... hier in der Mitte, hier in der Mitte. Der hier ist auch Jessica Pava. Sind zwei verschiedene Jessica Pava. Nee, da ist Kare Kuhn. Okay, cool. Interessant. Ist das hier bei denen auch so? Nee, da ist einfach nur First Order TIE Fighter. Okay. Das ist also wahrscheinlich nur, wenn man die einzelnen Einheiten hier versucht. Interessant. Ja,
Komm, ich mach jetzt mal das Ganze ein bisschen schneller. In der Hoffnung, dass die Sachen hier vernichtet werden und wir die Starkiller-Basis jetzt gleich nutzen können. Das wäre echt nice. Oh, da versucht hier die Ranus. Das ist gar nicht mal so schlecht. Vielleicht kriegen wir die dann schon wieder vernichtet. So, du gehst mal da drauf. Und du wirst bitte vernichtet. Ja, komm. Ja. Und jetzt hat er nur noch 3. Oh, die Starkiller-Basis können wir gleich nutzen. Jetzt muss er nur noch hier vernichtet werden. Komm. Ich habe das Gefühl, dass die Radus ein bisschen mehr Schaden macht anscheinend. Auf jeden Fall gegen die Schilder, aber nicht gegen die einzelnen. Die erste Ordnung scheint wirklich, wirklich gute nicht Schilde, sondern Rüstung zu machen. Schilde sind kacke anscheinend von der ersten Ordnung. Okay, Leute, wenn der jetzt vernichtet ist, können wir... Der hat 2 Schild gemacht, das finde ich aber cool. Sollte ja eigentlich auch so, die haben ja 2 Schild-Dingsbums da oben. Komm schon. Und der Schildgenerator. Und dann können wir... Okay, da brauchen wir anscheinend ein bisschen mehr Platz für. Hier geht's nirgendwo. Ach du Heilige. Ah, wunderbar. Guckt euch das an. Wir können sie nicht mal richtig sehen. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht demonetarisiert für die Musik. Wir können sie nicht mal sehen. Oh Gott. Okay, okay, warte. Jo, da ist sie. Da ist sie. Meine Güte, ist das Ding riesig. Oh Gott, das ist so cool. Dieser Mod ist so geil. Okay. Ich glaube, damit haben wir erstmal alles gesehen, was man hier so von der ersten Ordnung sehen kann. Oh, was ist das denn hier? 8th Elite Squadron, aber das sind alles nur Thai-Squadrons, glaube ich. Starke Thai-Squadrons. Jetzt ist die Frage, was ist das hier? Wir können mit der Starkiller-Basis nach Gegnern suchen. Wie geil ist das denn? Kann man hier auch einfach drauf schießen oder ist das dann der Superlaser, der da drauf schießt? Oh, ich glaube, es ist der Superlaser. Stopp, stopp, stopp. Okay, kommt. Der hat keinen Antrieb mehr. Hat der noch Antriebe? Nein, die haben alle keinen Antrieb. So. Hier, wir... Das Ziel ist es ja, die gegnerische Raumstation zu vernichten. Probieren wir es mal mit der... Wow. Okay, ich dachte, ich gehe dann noch schnell hier drauf. Guck mir das an. Okay. Okay, gut. Macht mir auf jeden Fall Spaß. Lasst uns mal eine andere nehmen. Das Problem ist, diese Custom Maps hier sind... Nehmen wir vielleicht mal Asgard. Und dann sind wir einfach mal Resistance gegen Mandalorian. Würde mich auch interessieren. Aber nein, wir machen einfach mal die... Genau, flippen das. Machen vielleicht mal nicht Padawan, sondern Jedi. Ja, ups, nee, Advanced. Setzen wieder auf 300.000 und, ja, damit können wir starten. Wie gesagt, schreibt gerne unten in die Kommentare, welche Matchups ihr noch gerne sehen würdet. Ob ihr mal Alte Republik gegen vielleicht Erste Ordnung sehen würdet oder so. Oder einfach mal Alte Republik gegen Sith Imperium. Ach du Heilige, meine Güte. Okay, ja, das meinte ich mit der zweiten Station. Aber guckt euch mal an, wie viel wir hier haben. Das ist auch jetzt so eine Map, da hat man direkt alles. Da muss man es dann nicht erst, sich alles freischalten. Wir hätten auf jeden Fall die Star Fortress Bomber hier. Können wir mal ausprobieren, wie stark die hier sind. Und nehmen wir mal erstmal die Dinge hier weg, damit das einfacher wird. Und ja, komm. Holen wir uns die Radus zuerst und dann Gial Akbar. Ich frage mich, die Rey. Rey Calamari Cruiser. Okay. Okay. Können wir uns gerne mal angucken. Kaufen wir uns den Rey Calamari Cruiser. Nimm ich. Oha, okay. Das ist definitiv nicht das richtige Model. Ich nutze aber auch noch die 2018er Version. Ich habe nicht die 2019er Version. Ich weiß nicht, ob die nicht vielleicht anders ist. Die Star Fortress Bomber sehen auf jeden Fall nicht so aus. Ich meine, die haben schon Ähnlichkeit mit diesem Design, aber nein. Ja, kommt. Wir holen uns jetzt mal hier direkt die Radus. Die sind nicht so schnell wie wir. Mehr Upgrades, damit das hier weg ist, damit wir hier ein bisschen was cleaner haben. Und kommt. Meine Güte, das ist aber auch super Audioqualität. Und Gial Akbar können wir uns gleich holen hier. Gehen wir mal direkt drauf. Mal sehen, jetzt ist ja hier mittelschwer, also Medium. Ich weiß nicht, wie heißt es im Originalspiel. Die sehen aber noch ganz normal aus. Ja. Also ich glaube, ist nicht dasselbe Modell. Oh, das scheint auch hier mit an den Antrieben, an den Ionenantrieben,
Das ist neu. Das ist auf jeden Fall bei der Neuen Republik und den Dings nicht der Fall. Interessant. Holen wir uns das noch. Holen wir vielleicht noch einen Mediator und wer es auch immer hier Luke ist. Komm, holen wir uns mal. Ach so, ein Ray Calamari Cruiser ist ein Cruiser. Hm? Ist ein ganz normaler MC-80. Interessant. Very interessanto. Okay, gut. Gehen wir weiter und dann gucken wir mal. Oha, da sind sie auch schon direkt. Gut. Oh, da sind jede Menge Hangars. It's a trap. Oh nein. Und den Mediator vielleicht noch hier rein. Was ist das denn hier noch alles? Okay. Kann man die einfach so kaufen? Ist ja äußerst interessant. Oh, wir können auch noch Leia. War Master Spaceship. Achso, das ist einfach nur ein Upgrade. Auch. Okay. Hier haben sie zwei Resurgents. Na, egal. Wir sind schneller bei deren Basis als die bei unserer. Deswegen greifen wir hier mal an. Was ist? Ah, Luke hat auch einen MC-80. Und die Rados, die ist da gemächlich hinterher. Hallo. Kostet das was an, an Truppen? Jetzt hat's geschellt, da kann ich nicht hin. Das ist natürlich nice. Oh, ich guck mal, wer da geschellt hat. Okay, lassen wir den. Kann der darauf schießen? Kann er nicht, ich habe ihn zu weit weggesetzt. Der war ja mal vollkommen unnötig. Okay. Aber. Warte mal, haben wir das bei der. Ah, die Radus. Das können wir auf der Radus. Nee, wo war ich denn drauf, dass wir das kaufen konnten? Ach guck mal, Gyal Akbar kann auch Einheiten kaufen. Haben wir noch einen MC-85 Star Cruiser? Ah, bei der Ray. Die Ray kann Sachen kaufen. Nice. Okay, gut. Kaufen wir nochmal zwei davon. Was ist das hier? Jukebox. Was ist eine Jukebox Station, bitteschön? Die macht Musik. Okay. Dieser Mod, ne? Ja, komm, ihr dürft nicht immer so viel Musik spielen, dann werde ich demonetarisiert. Oh, was ist denn hier? Der Nebulan K-Fregatte? Nice, okay. Ja, die hatte ich mir gar nicht angeguckt, als ich die gespielt habe. Da sind viele Bomber auf jeden Fall dabei. Okay, versuchen wir den mal hier, vielleicht hier hinzusetzen. Kann der jetzt da drauf schießen? Ah, wie nice, das ist unglaublich. Was kann die Ray denn noch so? Die Jukebox Station, die holen wir mal vielleicht irgendwo hin. Ach du meine Güte. What? Okay. Okay, mehr nicht, sonst werden wir dem. Nein, wir werden dem. Nein! Nein, aufhören! Aufhören! Okay, ich werde dann jetzt. Ich mache jetzt einfach alle Musiken. Oh Gott! Oh Gott! Die spielen alle durcheinander! Oh, was habe ich getan? Okay, warte. Ich hoffe, ich werde nicht die Monitorin. Was ist das? Oh Gott. Oh Gott, meine Ohren. Dieser Mod ist so geil. Okay. Warte, Laughing Mail? Okay. Gucken wir mal kurz. Audio? Oh Gott. Okay. Leise. Back. Resume Game. Lacht der jetzt? Gibt's da noch Laughing Female? Hoth? Okay, nein. Ich werde hier sowieso. Ich vermute mal, dass ich von diesem Video gar kein Geld kriege, aber egal, das ist es wert. Ich glaube, ich werde hier demonetarisiert. Aber naja, egal. Ah, nee. Oh Gott. Okay, komm, Ray, du musst ein Stückchen näher. Der Luke hier verreckt gleich. Haben wir sonst noch irgendwas Cooles, was wir hier machen können? Eine Mine können wir einfach so kaufen. Ach, ist egal, komm, wir holen uns noch. Ach, man kann nur drei von denen oder zwei? Oder haben wir kein Geld mehr? Doch, Geld haben wir genug. Hm, strange. Ja, komm, mach mal hier deine Selbstzerstörung. Macht das was gegen die Holdo? Einfach mal, um auszutesten. Nö. Okay. Wo war sie jetzt? Können wir davon eine neue? Ah ja, davon können wir noch ein paar kaufen. Okay. Komm. Komm, du auch mal hier hin und du darfst mit draufhauen. So, der Schildgenerator, der darf da weg. Und dann ist es, tut mir natürlich jetzt leid, dass ihr hier keinen Ton mehr habt. Aber das würdet ihr auch, glaube ich, nicht hören wollen. Deswegen ist es auch egal. Nein, du sollst da drauf gehen. Wartet, wir können ja mal gucken, ob jetzt ein paar andere Lieder ausgegangen sind.
Ich glaube schon. Oder? Nein. Nein. Ich hoffe mal einfach, dass YouTube das als zu viele verschiedene Lieder ansieht und dann nicht checkt, dass da irgendwie 50 Lieder drin sind, die an denen ich nicht die Rechte habe. So, komm, mach mal hier Selbstzerstörung. Bringt das was? Macht das hier Schaden an dem Ding? Nichts. Okay, gut. Dann nicht. Egal, wir haben gleich eh gewonnen. Meine Güte, du. Meine Ohren. Kommt schon, das kriegen wir doch jetzt hin, oder? Kann die denn auch irgendwie schießen, diese Waffenplattform? Ja, komm, schieß mal hier auf die Ionenkanonenbatterie. Oh, oh. Die Waffenplattform ist ja äußerst effektiv sogar. Meine Güte. Okay, interessant. Okay, wir sind jetzt noch unter einer halben Stunde. Ich würde sagen, wir probieren vielleicht noch eine Sache aus. Ich habe Yoden Army, um ehrlich zu sein, noch nie gespielt. Deswegen probieren wir einfach mal Yoden Army gegen Pirates. Und das vielleicht, wo machen wir denn vielleicht mal? Vielleicht mal Earth. Advanced, natürlich wollen wir wieder alles Geld der Welt. Und Start Game. Was? Ist das der Eiffelturm? Und was ist das hier, bitteschön? Gucken wir mal kurz. Options, Audio. Okay. Es ist weg, Leute. Es ist weg. So, wir waren jetzt Yoden Army, kann das sein? Ja, Yoden Army Space Station. Was ist das hier? Legendary Creator Geronimo. Old Republic at War. He has created some of the finest models for his upcoming mod. Was auch immer das ist. Nehmen wir den mal. Achso, nee, das brauche ich vielleicht nicht unbedingt. Sind das hier alles diese Gravity Well Stations? Ja, sind es alle. Egal, fliegen wir einfach mal dahin. Ready for action. Bisher sieht es sehr nach Old Republic aus. Okay, machen wir mal die Sith Frigate. Und holen wir uns hier mal ein Dings. Dann holen wir hier mal Geronimo. Oh, der hat ja ein großes TIE Interceptor. Scheint ein Sith-Schiff zu sein. Fliegen wir mal da lang. Okay. Und was kriegen wir jetzt? Oh, Legendary Creator The Farseer. Das finde ich cool, dass der andere Mod-Creator mit reinnimmt als Einheiten. Das finde ich cool. Das finde ich eine coole Sache. Auf jeden Fall. Was hat er? Oh, Junge. Das sieht mir aber eher nach einem UNSC-Schiff aus Halo, als nach einem Schiff aus Star Wars. Aber gut. Okay. Und der Planet, dass der Planet sich mitdreht, ist ein bisschen creepy. Egal. Ups, nein. Ich wollte nur aus der Dings raus. Das ist echt krass. What the fuck? Quasar Sudo, Famous Game Reviewer. Dann haben wir noch Legendary Creator Warp 0. Omnipotence Assist. Eye of the Storm. Ich frage mich gerade, das hätte vielleicht eher ein eigenes Video werden sollen, aber gut. Was zur Hölle? Was hat der? Ach, das ist nur ein Venator. Den wollen wir mal nicht reinnehmen. Dann klaut uns nur noch andere coole Einheiten, die wir vielleicht sehen könnten. Deswegen, komm, machen wir mal ein bisschen schneller und dann vielleicht hier. Ah, das soll Admiral Thrawn sein? Okay, das ist ein normaler SSD. Was haben wir hier? Cool, dass sie auch die... ein Secutor. Ja, komm, ein Secutor können wir mal reinholen. Wen haben wir hier noch? Hatte ich nicht Warp 0 gerade schon gekauft? Bin ich jetzt ganz doof? Wir sind auf jeden Fall jetzt gleich bei, ach du meine Güte, Unit 206. Lord Link. Was ist das? Evil Jedi. Oh, ist klar. Hat der hier eine Starforge hier? Der, was war das, Warp 0? Ne, Warp 0 hat, wartet. Also, was haben wir jetzt hier? Wir haben Warp 0, der hat das hier, das ist, glaube ich, so ein Schiff von Darth Krayt. Quasar Pseudo Battle Station, holen wir ihn rein. Und jetzt können wir quasi die, meine Güte. Okay, nee, das ist ein Venator, den brauchen wir nicht unbedingt. Nein, wir haben keine 5 mehr. Unit 206, okay, gut. Was ist das hier? Missing. Okay, gut, machen wir hier mal Self-Destruct, weil den können wir nicht steuern. Dass wir uns ein paar andere angucken können, wie zum Beispiel hier
Legendary Creator Nomad. Ah, der hat einen Dingens. Ein World Devastator. Ein Eclipse. Nice. What is das? Ragnaroth Destroyer. Okay. Und wen haben wir hier? Yoden Sith Destroyer. Yoden. Probieren wir mal Yoden. Er ist der Creator des Mods, also gucken wir uns mal den Yoden Destroyer an. Wie viel ist hier? Der hat einen. Ja gut, aber dann ist er wenigstens schon mal, dann haben wir den weg quasi. Wen haben wir hier? Oh, ist jetzt sehr laggy. Oh mein Gott. Okay. Und Yoden? Oh, okay. Wollen wir mal einmal. Wartet. Wie teuer ist der? 8. Und Yoden ist 4. Ich habe das Gefühl, ich müsste eigentlich Yoden reinholen, aber der sieht cool aus, deswegen. Probieren wir die mal aus. Ist das so ein Sovereign-Class Star Destroyer? Oder? Ja, komm, flieg mal ein Stückchen weiter. Können wir wieder nicht sehen, weil. Zu riesig. Kannst du nicht fliegen? Kannst du nicht die Uhr? Komm schon. Und Sekiter auch. Lebt der noch? Eigentlich wollte ich ihn in den Tod schicken. Ist hier nirgendwo die habe ich schon die gegnerische Space Station zerstört? Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Jetzt bin ich gerade sehr verwirrt. Haben wir keine vernünftigen Gegner hier mit Piraten? Also ich meine, da kommen immer irgendwelche Gegner, aber... Oder wir haben die Space Station schon zerstört mit den Einheiten und ich habe es nicht gemerkt. Ne, jetzt haben die hier auch Bossk, aber... Geh mal da lang und du gehst mal bitte da lang. Ah, da ist sie doch. Okay. Hier lang. Gucken wir mal einmal. Oh, geht das hier gar nicht, mit 0 nach oben zu gucken? Ah, komisch. Das ist auf jeden Fall ein sehr cooler Sternzerstörer, würde ich sagen. Bisschen sehr groß. Ja, komm, du mal hier lang. Und du auch hier. Hallo, du sollst hier lang, da angreifen. Aber für Piraten haben die ordentliche Schiffe hier, Mann. Ein Bothan Cruiser? Ist das auch ein Bothan Cruiser? Ja. Okay, ja gut, nicht so viele Schiffe. Aber trotzdem. Da, hier kommt der Sith Cruiser. Ach nee. Dieser Mod ist echt... Der hat was für sich. Ja, komm, aber ihr dürft nicht so viel. Das ist alles copyrighted, Leute. Ich krieg einen Copyright-Strike, wenn das weitergeht. Machen wir mal ein bisschen schneller hier. Boom. Oha, okay, das ging relativ easy. Aber der ist auch einfach zu groß für die... Die Maps müssten hier halt 10-mal größer sein für die großen Schiffe. Die hier so sind in diesem Mod. Und der Sekitor ist auch viel zu schwer bewaffnet, eigentlich. Für einen Sekitor ist der zu groß und zu schwer bewaffnet. Aber egal. Der Sekitor wird definitiv auch nochmal auf meinem Hauptkanal in einem Video auftauchen. Dann erkläre ich euch den näher, was das für ein Schiff ist. Naja gut, ich denke mal, das hier haben wir jetzt gleich gewonnen. Aber das Sekitor-Modell ist schön. Das scheint aber auch in mehreren Mods aufzutauchen, dieses Modell. Habe ich jetzt schon in einigen gesehen. Aber das vereint so neue... Designelemente mit Designelementen des Imperiums und hier durch die Doppelbrücke und so der Republik. Das finde ich eigentlich ein echt cooles Schiffsdesign. Ja, komm, näher, wir wollen die jetzt hier vernichten. Die Piraten. Ja, dass die Piraten der Yoden-Army nichts entgegenzusetzen haben, war ja klar. Boom, und wir haben gewonnen. Ja, alles klar. Damit. Oh, die hatten Guri. Interessant. Passt aber auf jeden Fall. Naja, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn es das hat, lasst mir doch ein Like und ein Abo da. Tut mir leid, dass heute kein Minecraft kam, aber demnächst definitiv wieder. Damit noch einen wunderschönen Tag euch allen und bis zum nächsten Mal.